Ramanujan, wir müssen auf jeden Fall so schnell es geht jemanden finden, der wirklich etwas davon versteht. Ich war schon bei jedem in Madras. Madras. Wussten Sie schon, dass der Name abgeleitet wird von Mandaradja? Das bedeutet das Reich der Blöden. Eine riesige Welt ist da draußen. Und da ist England. Ich warte auf dich. Ich habe ihn aufgehalten und bitte Sie um Verzeihung. Ich glaube, für heute Abend ist es genug. Es tut mir leid. Es scheint zuzutreffen, dass du Zahlen mehr liebst als Menschen. Das stimmt. Nur dich liebe ich am meisten. Und vielleicht können wir nochmal anfangen. Mein Name ist Ramanujan. Und ich bin deine Frau. Nur keine Scheu. Sieh es dir an. Bitte. Was für einen Sinn hat das nur? Es ist wie malen, denke ich. Stell es dir in Farben vor, die du nicht sehen kannst. Wozu soll das gut sein? Für dich bedeutet es nicht viel, fürchte ich, aber für mich bedeutet es alles. Vielleicht gibt es noch jemand anders, der es sehen und verstehen kann wie ich. Und für den wird es von Bedeutung sein. Hast du schon jemanden gefunden? Nein, noch nicht. Was siehst du da? Sand? Stell dir vor, wir könnten alles ganz genau sehen. Jedes Korn, jedes Teilchen. Wir könnten die Muster dahinter erkennen. Sind Sie zufällig Ramanujan? Oh. Verzeihung. Lassen Sie sich bloß nicht einschüchtern. Großes Wissen ist oft gepaart mit der bescheidensten Herkunft. Ich bin hier, um zu publizieren. Mein Brief enthielt nur einen Teil meiner Entdeckung. Um das zu prüfen, braucht man ein ganzes Leben. Zwei vielleicht. Integrale, unendliche Reihen. So, das habe ich noch nie im Leben gesehen. Woher kannten Sie dieses Theorem? Es kam mir in den Sinn. Sie haben hier nichts zu suchen. Und jetzt raus hier! Sie verlangen nach gewissen Schritten, aber wie soll ich die machen? Hey, ich rede mit dir! Das ist unser Land! Wissen Sie, was ich aufgegeben habe, um hier zu sein? Ich habe gar nichts. Sie wollten wissen, woher ich meine Ideen erhalte. Meine Göttin spricht zu mir. Aber es gibt keine Beweise. Sollen wir ihn etwa einfach beim Wort nehmen, ja? Nein, nehmen Sie ihn bei meinem. Ich verdanke Ihnen so viel. Nein, nein, ich habe Ihnen viel zu verdanken. Es gibt weder Beweise noch Gesetze, die sich auf Herzensangelegenheiten anwenden lassen. Uns bleibt die Unendlichkeit zu erforschen. Auf der Suche nach höchster Vollkommenheit.